Wolfsbacher, liebe Gäste, alle fragen sich, was machen die hier eigentlich? Warum stehen hier so viele schöne Autos rum? Warum flanieren hier so viele schöne Frauen? Zweiteres ist ganz einfach, das sind alles die schönen Ansbacherinnen. Ersteres hat einen wunderschönen Anlass. Heute um 8 Uhr in der Früh sind 82 Oldtimer in Landau in der Pfalz gestartet zur 13. Vino Miglia. Wahnsinn, die müssen wir hier. Der rote Blitzer, sind wir rot, das ist jetzt mal ein Jahr. Da muss man gar nicht klettern, weil Nummer 84. Bitte schön. So, ich hatte mal 12 aus Mettmann, das ist der Düsseldorf, da wurde der Neandertaler gefunden. Das ist, wir haben hier, der hat noch Blinker, der hat also momentan hat er 3 PS, die hinten schieben. Woran liegt's denn? Weiter Gang. Kupplung kommen lassen, langsam Gas geben. Jeder ist natürlich unverkennbar. Der hat auch nur 82 PS, aber schaut viel, viel kraftvoller aus. Und hier ein extra Applaus fährt die Frau noch selbst. Das ist eine tolle Aufteilung. Holunder sagt, ja. Deswegen schäumt er so. Ich glaube, die kommen nur des Trinkens wegen. Ich habe so eine kleine Historie geschickt, die habe ich auswendig gelernt. Aber schaut auch gut aus. Ein bisschen eng entweder wäre der Fahrt hinzugekommen. Oder er braucht, weil er das Hotel vergessen hat zu reservieren, für heute Abend fürs Lagerfeuer. Oder um die Frau mal wieder daran zu erinnern. Die Nummer 51 natürlich unverkennbar wieder.